Also ich bin heute den ganzen Tag im Theater. Wir haben ein Casting für die Balletttruppe, für den Glöckner. Also ihr müsst sehen, dass ihr alleine über die Runden kommt. Aber du wolltest doch endlich im Wald die Zwerge anschauen, die der Dieb dahingestellt hat. Und was ist mit Wachtmeister Meier und seiner schwangeren Frau? Der glaubt doch noch immer nicht, dass das Kind von ihm ist. Und mit dem Herrn Pfarrer hast du auch nicht geredet, dass er sich eine andere Gemeindehelferin suchen soll. Sonst muss ich den Kindergarten aufgeben. Ja, ja, ja. Ihr schafft das schon. So, und nun geht und macht Frühstück und legt ein Gedeck mehr auf. Ich glaube, wir haben einen Gast. Hallo. Tut mir leid, dass ich hier so reingeplatzt bin. Ist schon in Ordnung. Was kann ich für Sie tun? Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Guten Tag. Guten Tag. Das ist eine lange Geschichte und wie ich gerade gehört habe, haben Sie heute viel zu tun. Ja, ja, das stimmt schon. Ich kann gerne später noch mal wiederkommen oder auch morgen. Wie wär's mit einer Kurzfassung? So viel Zeit ist immer. Am Samstag wurde meine Mutter beerdigt und gestern musste ich unsere gemeinsame Wohnung räumen, weil ich die Rechnungen und die Miete von den letzten 3 Monaten nicht zahlen konnte. Und? Und meine Mutter hat mir nie gesagt, wer mein Vater ist. Aber unter ihren Sachen habe ich das hier gefunden. Ich nehme an, Sie kennen den Mann darauf. Allerdings. Sie glauben, dass er Ihr Vater ist? Schauen Sie auf die Rückseite. Zur Erinnerung an einen unvergesslichen Abend, I love you, dein Wolfi. Und das Datum. 9 Monate später ist mein Geburtstag. Naja, aber das ist ja noch lange kein Beweis. Dann vielleicht das hier? Sie hat ihn nie abgeschickt. Vielleicht hat sie erfahren, dass er verheiratet ist oder was weiß ich. Jedenfalls, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich hätte dieses Jahr mein Abitur und einen Job finde ich sowieso nicht. Und Rainer, mein Freund, der studiert noch und wohnt bei seiner Mutter und die kann mich nicht leiden. Langsam, langsam. Sie bleiben jetzt erstmal hier bei uns. Kann ich das haben und das auch? Klar. Hanna, schnell! Entschuldigung, Hildegard ist am Telefon. Die Mutter will dich sofort sprechen. Manchmal zweifle ich an Ihrem gesunden Menschenverstand. Ich dachte, mich trifft der Schlag, als ich heute Morgen dieses Gutachten lese. Entschuldigen Sie, aber wie Sie sich vielleicht erinnern, habe ich gegen Ihren Widerstand versucht, es Ihnen zu sagen. Vergessen Sie's. Was mich viel mehr interessiert, weiß dieser Nachfolger von Herrn Wöller. Wie heißt er gleich? Dr. Allgeier. Richtig. Weiß der von diesem Indium-Vorkommen? Ich glaube kaum. Mit Glauben ist mir nicht geholfen. Ja oder nein? Ich habe das Gutachten jedenfalls direkt von Frau Labern bekommen. Und da war es ungeöffnet. Aha. Na gut, wenigstens etwas. Schwester Hanna. Ich möchte Sie bitten, in dieser Angelegenheit größtes Stillschweigen zu bewahren. Haben wir uns verstanden? Ja. Gut. Gelobt sei Jesus Christus. Schwester Hildegard, haben Sie Dr. Leinweber erreichen können? Leider nur den Anrufbeantworter. Versuchen Sie es weiter. Und dann rufen Sie Frau Labern an und machen Sie einen Termin mit diesem Allgeier. Lassen Sie sich nicht abwimmeln. Es ist von immenser Dringlichkeit. Jawohl. Keine Sorge, Melanie. Ich krieg das schon raus. Ich muss sowieso mit dem Herrn Wöller reden, ja? Oh je. Also dann Kopf hoch, das wird schon wieder. Danke, Schwester. Bitte, bitte. Weißt du was? Du könntest doch mit in den Kindergarten kommen und mir helfen. Meinst du? Na klar. Frau Labern. Ach, Schwester. Hanna, ich nehme Melanie mit in den Kindergarten. Ja, ja. Sagen Sie nicht, Ihr neuer Traummann hat sich auch wieder als falscher 50er entpuppt. Nein, Herr Wöller hat alles verdorben. Dieser Unmensch. Also kommen Sie, ein bisschen Zeit habe ich noch. Setzen wir uns. Hanna! Vergiss Machtmeister Meier nicht wieder, hast du gehört? Tag, Frau Labern. Damit er endlich Vernunft annimmt, in 2 Wochen ist die Entbindung. Ha!
Hast du gehört? Ja. Wolfgang, mach endlich auf! Was ist? Ist er nicht da? Sicher ist er da. Sein Wagen steht ja vor der Garage. Ah. Aber er hat sicher wieder seine Depression. Wieso? Wieso? Haben Sie nicht gelesen, was dieser Allgeier über ihn in der Sonntagsbeilage abgeliefert hat? Diese rechte Bazille? Ja. Das hat ihm den Rest gegeben. Ja, und Sie natürlich. Ich? Ja. Sie haben ihm doch die 3,5 Millionen versprochen. Schlaues Versteck. So, und jetzt gehen Sie lieber. So wie Sie drauf sind, dürfte Ihnen das kaum aufheitern. Also gut, ich gehe. Aber ich warte im Ochsen auf ihm. Sagen Sie ihm das. Und er muss auf jeden Fall kommen, weil er muss zurück in die Politik. Das ist das Einzige, was ihn noch rettet. Herr Huber, eine Frage. Sie können sich wahrscheinlich nicht erinnern, ob Sie vor 18 Jahren mit Herrn Wöller auf der Baumaschine Messer in München waren. Sicher kann ich das. Seit 25 Jahren fahren wir beide auf die Bauma. So. Das war Tradition. Danke. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Wiedersehen. Wiedersehen, Schwester. Herr Wöller? Herr Wöller! Herr Wöller? Herr Wöller? Hey. Einen wunderschönen guten Morgen. Und Sie mich auch. Herr Wöller! Es hat sich ausgewöllert, Schwester. Lassen Sie mich bitte in Ruhe sterben. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Wie? Nein, zwei, oh, was sag ich? Drei gute Nachrichten. Ja und? Ich mache Ihnen jetzt erstmal einen starken Kaffee und Sie stellen sich unter die Dusche. Aber nicht zu lange, ich habe heute noch zig Termine. Wie kommt die hier überhaupt hier rein? Drei gute Nachrichten? Ich höre. Die erste gute Nachricht. Die Mutter hat angerufen und gefragt, ob der Dr. Allgeier das Gutachten schon gelesen hat, was ich wahrheitsgemäß mit Nein beantworten konnte. Dann hat sie beim Dr. Leinweber angerufen und der hat ihr das Gleiche gesagt wie mir, nämlich, dass der Abbau von Indium sich nicht lohnt und damit hat sich die Sache. Eben nicht. So. Als ich heute Morgen meinen Termin absagen wollte, da habe ich zufällig erfahren, dass er vom Dienst suspendiert worden ist. Wer, der Dr. Leinweber? Der Dr. Leinweber. Er hat... Aber das tut nichts zur Sache. Was hat er? Jedenfalls ist er vorerst außer Gefecht gesetzt und die Mutter sitzt wahrscheinlich schon im Wagen und ist auf dem Weg ins Rathaus. Wie gut, wie gut, wie gut. Und die zweite Nachricht? Die Frau Labern hat den Mann ihres Lebens gefunden. Sagen Sie bloß, sie ist diesem Schmalspur-Casanova nachgelaufen, mit dem Sie im Ochsen Händchen gehalten haben. Nein, aber das werden Sie gefälligst tun und sich bei ihm entschuldigen. Hier ist seine Visitenkarte. Ich? Ja, Sie. Und unterstehen Sie sich, ohne einen Termin für mich zurückzukommen. Für Sie? Ja, für mich, weil die arme Frau Labern traut sich dem Mann nicht mehr unter die Augen seit ihrem Auftritt. Ja, und vielleicht kann ich da was bewegen. Also, ich brauche einen Termin heute Abend, 18 Uhr im Ochsen. Mhm. Nur über meine Leiche. In dem Fall werden Sie die dritte gute Nachricht als schlechte Nachricht aus der Zeitung erfahren. Nochmal zum Mitschreiben, also Schwester Herz. Wenn nämlich der Dr. Allgeier erfährt, dass Sie eine uneheliche Tochter haben. Was habe ich? Soll es ein Scherz sein? Ein kleines Souvenir von der Bauma aus München. Das heißt, so klein ist sie gar nicht mehr. Sie ist 18 Jahre alt, heißt Melanie Stadler und ist zurzeit bei uns im Kloster. Roswitha. Und hier ist ein Brief für Sie, den sie nie abgeschickt hat. Nein. Lesen Sie. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte ja keine Ahnung. Dann erinnern Sie sich? Na klar, was denken Sie denn? Ich meine, diese Frau, ja, jung, bildhübsch, interessiert sich für einen wie mich. Ich meine, ich war ja damals immerhin schon... Naja, nicht mehr der Allerjüngste. Und verheiratet. Das verstehen Sie, Schwester. Ich meine, Sie mögen alles Mögliche sein, aber ein Mann sind Sie nicht. Gott sei Dank. Aber was jetzt? Das Mädchen braucht dringend eine Bleibe und vielleicht sogar einen Vater. Ja, Moment. Das geht mir alles zu schnell. Wollen Sie mir jetzt eine Tochter unterjubeln? Die haben Sie sich selbst untergejubelt. Ja.
Hier, hat mich keinen Pfennig gekostet, weil der Verlag auf der Rückseite Werbung für Leiche im Tresor macht. Das bin ich nicht, Herr Stolpe. Schwester, Sie brauchen aber Autogrammkarten als Fernsehpersönlichkeit. Aber das sind Sie doch. Jetzt werden Sie nicht größenwahnsinnig, Herr Stolpe. Also, Schwester, Ihr Wort zum Sonntag am Samstag war ein Hit. 250.000 Zuschauer mehr als bei Ihrem Vorgänger. Und ich wette, nächsten Samstag werden es noch mehr. Was ist denn heute los? Kein Mensch geht ans Telefon, nicht mal Frau Laban. Es ist blauer Montag. Aber haben Sie ja nicht gehört, was ich gesagt habe? Bürofrau Dr. Reuter? Ach, Frau Kästner, nett, dass Sie zurückrufen. Frau Dr. Reuter müsste dringend Herrn Dr. Leinweber sprechen. Wie bitte? Und warum nicht? Schlechte Nachrichten, Mutter. Dr. Leinweber fällt vorerst aus. Er ist vom Dienst suspendiert. Wie mir seine Sekretärin Frau Kästner vertraulich mitgeteilt hat, soll er am Wochenende während einer Exkursion zwei seiner Studentinnen sexuell belästigt haben. Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich dachte, das Einzige, wofür sich dieser Mensch interessiert, sind alte Steine. Sein Stellvertreter wird erst nach der Mittagspause zurückerwartet, wenn überhaupt. Und im Rathaus in Kaltental geht keiner ans Telefon. Also irgendwo wird dieser Allgeier ja aufzutreiben sein. Wir fahren nach Kaltental. Wir? Ja, Sie fahren, ich telefoniere. Herr Meier! Oh, jetzt nicht, Schwester. Es geht um Ihre Trude. Dann erst recht. Herr Meier! Ich muss los. Jetzt hat die Gartenzwergschwindsucht schon auf Auingen übergegriffen. Nimmt also epidemiemäßige Ausmaße ich an. Ich weiß, wo Ihre Gartenzwerge sind. Nein. Aber wenn Sie es so eilig haben und Ihnen Ihre Frau völlig egal ist... Ja, Moment, Moment. Schwester, so geht's ja nicht. Falls Sie tatsächlich wissen, wo das Diebesgut sich befindet, sind Sie verpflichtet, diese Informationen umgehend den zuständigen polizeilichen Stellen mitzuteilen, also mir. Widrigenfalls verhaften Sie mich. Genau. Nein. Liebe Schwester, jetzt sagen Sie schon. Gerne. Unter der Bedingung, dass Sie mir in die Hand versprechen, mit Ihrer Frau zu reden. Oh, Schwester... Ehrlich, Herr Meier, ich kenne doch Ihre Trude. Die würde Sie niemals betrügen und schon gar nicht mit so einem schmalbrüstigen Chiropraktiker. Das ist Ihr Baby. Geben Sie es doch endlich zu. Das würde ich ja gern. Aber leider ist es anatomisch unmöglich, dass ein Mann ein Kind zeugen kann. Über gut und gern 300 Kilometer Entfernung vom ehelichen Schlafzimmer. Okay, gut. Ich rede mit Trude. Ehrlich? Na gut. Die Gartenzwerge sind bei uns im Klosterwald. Nein. Doch. Schwester Agnes weiß genau wo. Schwester Agnes ist die Gartenzwerge? Nein, nein. Sie hat sie zufällig beim Pilzesammeln gefunden. Ach so. Ja. Sie wird sich zwar weigern, Ihnen die Stelle zu zeigen, aber sagen Sie ja einfach, ich hätte meinen Segen dazu gegeben. Schwester Agnes, ich fahne seit Monaten. Ein blindes Huhn findet eben auch mal ein Korn. Aber wehe, Sie drücken sich wieder vor Ihrer Aussprache. Nein. Aber erst nach der Entbindung und nach dem Gentest. Herr Meier! Oh, Herr Meier! Ausnahmsweise. Frühstück gibt's normalerweise nur bis 10. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Der Dank des Vaterlandes ist dir gewiss. Wolfgang, bist du auch wieder von den Scheintoten auferstanden? Wie du siehst. Mach mir auch sowas und einen starken Kaffee, bitte. Jawohl, Herr Altbürgermeister. Genau, Altbürgermeister. Genau. Weil seit ich nicht mehr im Rathaus sitze, habe ich mehr zu tun als vorher. Weil die Leute hier an den Stammtisch kommen und ihre Probleme abladen. Als wäre ich Don Leone, der Patte von Kaltental. Nee, ganz was anderes. Kannst du dich an die Roswitha erinnern? Nee. Das ist schon ein paar Monate her. Also ich meine, um genau zu sein, 18 Jahre, die war damals... Hostess auf der Bauma. Mhm. Vielleicht jetzt kommt die Erinnerung. Hm? Nee, aber es sind ja ganz olle Kamellen. Weil, das kannst du nicht wissen, ich ein paar Mal mit ihr im, du weißt schon, was war. Ach nee. Ach doch. Ja, und ich meine, es sieht so aus, als wäre das nicht ohne Folgen geblieben. Nee, sowas? Ja, Melanie
18 Jahre, und die ist bei den Nonnen untergetaucht, auf der Suche nach ihrem Vater. Ach du Schande. Ja, was soll ich machen, Hermann? Wir streiten alles ab. Naja, sonst kannst du deinen Wahlkampf vergessen. Ja, vergiss den Wahlkampf. Ne Tochter, Hermann, verstehst du? Plötzlich hätte mein Leben wieder einen Sinn, rein menschlich gesehen. Komm ich nach Hause, sitzt mein Töchterlein da. Ist doch schön. Ja, das ist mein Ernst. Ich habe irgendwo gelesen, dass Männer mit Töchtern eine höhere Lebenserwartung haben. Mhm. Und hier im Ort denkt jeder, du hättest eine 18-jährige Freundin. Ja, oder willst du deine Affäre an die große Glocke hängen? Nein, das ist nicht, aber erstmal mit dem Mädel reden. Das bin ich der Roswitha schuldig. Gut, viel Glück. So. Hier, Kaffee kommt auch gleich. Oh, ein Kunstwerk. Darf man das doch essen? Dr. Schönfelder, das ist mir völlig egal. Verkaufen Sie alles. Wer weiß, wie lange diese Kaufhysterie noch anhält. Immerhin, 70% meiner Verluste haben wir doch wieder hereingeholt. Weil ich das Geld anderweitig anlegen möchte. Wesentlich lukrativer und krisenfest. Das ist sie. Ach, Schwester, könnten Sie bitte mal die Brille abnehmen? Ja, du hast recht. Sie ist es. Fair. Ach, Gott sei Dank, Sie sind ja doch hier. Seit 2 Stunden versuchen wir hier irgendjemand zu erreichen. Ich brauche dringend einen Termin mit Dr. Allgeier. Er ist doch hoffentlich im Haus. Dr. Allgeier, entschuldigen Sie, wenn ich hier einfach so hereinplatze, aber die Angelegenheit duldet leider keinen Aufschub. Ja, in 5 Minuten und für 5 Minuten, Schwester. Ich meine natürlich, Frau Dr. Reuter, ich bin heute wirklich mit Terminen zugeschüttet. Dr. Allgeier, ich werde mich kurz fassen. Und was ich zu sagen habe, wird Sie sicher freuen. Ich, das heißt unser Vermögensverwalter und ich, haben uns dazu durchgerungen, in diesen doch nun wirklich sehr unsicheren Zeiten das Ordensvermögen lieber in Sachwerten, sprich Grundbesitz, anzulegen. Und wir möchten... Das Klostergelände zurückkaufen. Ja, Sie haben es erfasst. Damit ist Ihnen doch auch gedient, in Ihrem Wahlkampf und den Gemeindefinanzen, weil 2,5 Millionen, das ist doch nicht irgendetwas. Seien Sie mal, Schwester, für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Ich meine, man hat mich ja vor Ihnen gewarnt, aber das ist... Also, erstens, der Kauf des Grundstücks geht auf das Konto meines Vorgängers. Zweitens habe ich längst einen lukrativen Verwendungszweck für das Gelände gefunden. Bitte? Der urwaldartige Charakter des Klosterwaldes eignet sich in geradezu einzigartiger Weise als Camp für Überlebenstrainingskurse oder sagen wir als Abenteuerspielplatz für Jugendliche, die wir von der Straße holen und denen wir eine Zielrichtung geben. Und drittens, liebe Frau, 2,5 Millionen. Soweit ich mich erinnere, haben Sie 3 Millionen von Herrn Wöller bekommen und das vor knapp 4 Wochen. Da müssen Sie Ihr Geld leider woanders anlegen. Und jetzt... Entschuldigen Sie mich bitte. Nun denn, entschuldigen Sie die Störung. Also wirklich, Frau Labern, das werde ich von Ihnen ja wohl noch erwarten können, dass Sie dazu in der Lage sind, unangemeldete Besucher davon abzuhalten, hier einfach so reinzuplatzen. Das tut mir so leid. Es wird nie wieder vorkommen, Herr Doktor. Ja, das will ich auch hoffen. Das habe ich gesehen, Frau Labern. Autogrammkarten, sind Sie jetzt ein Fernsehstar? Das war Herrn Stolpes Idee. Er meint, es sei eine gute Werbung für meinen Roman. Sollen wir jetzt die Plätze tauschen? Ich chauffiere Sie. Bitte, Mutter, das ist mir doch schon peinlich genug. Na gut, fahren wir ins Kloster. Sie sind Melanie Stadler. Und Sie, Herr Wöller? Ja.
weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weil das Ganze... ich hatte gar keine Ahnung. Ich meine, das Ganze ist ja schon eine Ewigkeit her, aber... Bitte, ich weiß nicht, was Schwester Hannah Ihnen schon alles erzählt hat, aber ich müsste nur irgendwo unterkommen, bis ich wieder Boden unter den Füßen habe und mein Abitur. Selbstverständlich. Ob Sie es glauben oder nicht, aber ich habe mir immer schon so eine Tochter gewünscht wie Sie. Dass ich das jetzt so auf meine alten Tage... Entschuldigen. Schon gut. Sie überlegen sich das jetzt nochmal. Mhm. Im Gegensatz zu Ihnen weiß ich nämlich nicht, ob ich mir einen Vater wie Sie gewünscht habe. Aber hier ist um 5 Schluss und vielleicht können wir uns anschließend im Kloster treffen bei Schwester Hannah? Ja, natürlich, selbstverständlich. Bis später. Bis später. Ja, Frau Labern, ich bin's. Rufen Sie die Frau Vuskovic an, die möchte bei mir das Gästezimmer sauber machen. Und dann, Frau Labern... Herrschaft, mein Gott, schmollt schon wieder. Hausmann, das passt ja wieder. Ja, Wöller. Genau, Bürgermeister Wöller. Sagen Sie, ich hätte gern den Herrn Hausmann gesprochen. Ah ja. Und wo ist das? Nee, ich weiß Bescheid. Sturmwarnung. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, warum geht hier keiner ans Telefon? Heute ist Waschtag. Montags haben wir immer große Wäsche. Und Schwester Hannah? Die ist im Theater. Theater? Ja, bei den Proben vom Glöckner von Kaltental mithelfen. Haben Sie das auch gehört oder verliere ich jetzt meinen Verstand? Nein, das soll ein Musical sein. Eine Adaption einer Ballade des Heimatdichters Wolfram von der Heide. Steigen Sie ein. Sie wissen hoffentlich, wo dieses Theater ist. Ich denke schon. Meier am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Das habe ich nicht gehört. Ich bin dienstlich hier. Es geht um das Diebesgut, sprich die Gartenzwerge, die Sie im Klosterwald aufgespürt haben sollen. Ich? Laut Schwester Hannah, von der ich Ihnen ausrichten soll, dass Sie sich meinen Anordnungen widerspruchslos fügen müssen. Also, wo sind die Zwerge? Die 13 und die 17 hat heute leider nicht gereicht. Aber vielleicht klappt es ja das nächste Mal. Dankeschön. Moment. Hm. Mutter? Schwester Hannah, es tut mir leid, wenn ich Sie von Ihren künstlerischen Ambitionen abhalte. Aber ich möchte Sie sprechen, und zwar unter 4 Augen. Gut, das Ganze nochmal von vorne und, Herr Schorf, vielleicht ein bisschen zügiger, mit ein bisschen mehr Schwung, Elan, ja? Ich komme gerade aus dem Rathaus, wo ich mir eine Abfuhr geholt habe. Wie? Herr Dr. Allgeier hat mein Angebot, den Klosterwald zurückzukaufen, kalt lächelnd abgelehnt. Na ja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht.
Wie? So gewinnen Sie etwas Zeit und können erstmal die Analyse vom Geologischen Institut abwarten. Und Allgeier kommt mir zuvor. Das kann ich nicht riskieren. Schwester, sind Sie sicher, dass der nichts vom Indium-Vorkommen weiß? Ja, Entschuldigung. Ja, es sei denn... Was? Es sei denn, er hat Dr. Leinweber irgendwie selbst kontaktiert. Das halte ich für ausgeschlossen. Und seinen Stellvertreter auch nicht. Weil der weigert sich, sich zum Gutachten zu äußern, ohne das Gelände selbst in Augenschein genommen zu haben. Wir stecken fest. Ausgerechnet jetzt, wo dieses unglückselige Kloster eine ansehnliche Rendite abwerfen könnte. So schnell würde ich nicht aufgeben. Das ist auch nicht meine Art. Also, was schlagen Sie vor? Ja, so aus dem Ärmel schütteln kann ich da nichts, aber ich wüsste vielleicht eine Lösung. Ich höre. Herrn Wöller. Herr Wöller hat doch gar nichts mehr zu melden im Kaltental. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Schwester Hanna, die Zukunft von Kaltental liegt in Ihren Händen. Enttäuschen Sie mich nicht. Ich will den Klosterwald zurück. Koste es, was es wolle. Wie Sie meinen, es ist Ihr Geld. Sehr richtig. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Herr, bitte hilf mir, dieses Chaos zu entwirren. Also, Herrschaften, stellt euch doch mal einen mittelalterlichen Marktplatz vor. Und die Leute, die schon ziemlich angetrunken sind, amüsieren sich königlich darüber, wie Quasimodo zum Narrenpapst gekrönt wird. Und das wird unsere Choreografin jetzt mit euch erarbeiten. Leider nein. Sag jetzt nicht, dass du schon weg musst. Entschuldigung, Sie natürlich. Ich muss, es tut mir leid, aber morgen stehe ich dir voll und ganz zur Verfügung. Das schwöre ich hoch und heilig. Und heute Abend? Ich meine, können wir uns da vielleicht kurz treffen? Ich köchle uns eine Kleinigkeit und wir besprechen die Inszenierung. Heute Abend habe ich schon ein Rendezvous. Ach was? Nicht, was du denkst. Es geht um eine gute Freundin. Also, bis morgen, ja, Alexander? Und lass mich nicht im Stich, Hanna. Ich meine, allein schaffe ich das nicht bis zur Premiere. Bestimmt nicht. Bis dann. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Tut mir leid. Tschüss. Diese scheiß Architekten. Noch nie eine Mauerkelle oder Schaufel in der Hand gehabt, aber alles besser wissen. Danke. Pass auf, lass alles stehen und liegen. Ich bin in 10 Minuten da, ja? Okay, bis dann. Erika, schreib's es bitte auf. Ja. Danke. Ah, Schwester. Hallo, Herr Huber. Ist der Herr Wöller nicht da? Nein, der ist nicht da. Wo ist er denn? Der hat mit Ihrem Kloster telefoniert und sich nach seiner Tochter erkundigt. Und dann hatte er es ziemlich eilig. Eilig? Mhm. Sie müssen ihm das ausreden. Verstehen Sie, da könnte ja jede kommen. Ich meine, bei dem Frauenverschleiß, den wir beide hatten in unserer Midlife-Krise. Was Sie nicht sagen. Ja, sie kann auch meine Tochter sein. Was? Nix. Schwester, es war bestimmt nicht besonders fein, dem Freund die Freundin auszuspannen. Aber er hat es ja nicht gemerkt. Und außerdem war er verheiratet und ich nicht. Herr Huber. Ja, aber das darf er nie erfahren, das müssen Sie mir versprechen. So wie der Mann die Frau geliebt hat. Und jetzt ist er ja völlig durchgedreht wegen diesem Mädel. Und warum hat dann die Mutter des Mädchens dem Herrn Wöller geschrieben, dass sie schwanger ist und nicht Ihnen? Das hat sie doch. Was? Ja, hat sie. Aber auf solche Briefe pflege ich nicht zu antworten. Ich habe ihn mir eingerahmt und neben meinen Rasierspiegel gehängt. Als Mahnmal sozusagen. Verstehen Sie, dass mir sowas nie wieder passiert? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Jetzt kommen Sie mir nicht mit Ihrer moralischen Entrüstung. Überlegen Sie lieber, wie wir den bei der Stange halten. Verstehen Sie, der Mann muss wieder Bürgermeister werden. Herr Hausmann. Sie? Ja. Und? Was wollen Sie? Ja, ich wollte mich in aller Form persönlich für meinen Ausrutscher da im Ochsen entschuldigen. Aha. Ausrutscher nennen Sie das? Ja, ja, ich weiß. Aber nach all dem, was Marianne, das heißt die Frau Laban, mit den Männern durchgemacht hat, die auf Ihre Anzeige reagiert haben, wollte ich Sie, naja, also vor einer neuen Enttäuschung bewahren. Ne? Jedenfalls sind wir wieder gut. Also ich muss Ihnen dann schon sagen... Ja, genau. Also schlagen Sie ein. Wir fahren alles wieder auf Anfang. Das heißt also 18 Uhr im Ochsen. Sie können natürlich alle Getränke auf meinen Deckel schreiben lassen. Na schön. Und wenn Sie jetzt noch so nett wären... Mit Vergnügen. Und das Maßband nehmen. Ach so, was soll ich und, damit? Und damit zu diesem Pfosten zu gehen. Okay, gut.
Sagen Sie, dieser Schuppen gehört ja immer noch dem Leopold. Ja. Will er denn jetzt endlich abreißen lassen? Genau das werde ich zu verhindern wissen. Ah ja. Wissen Sie, der Hof ist nämlich aus dem 15. Jahrhundert. Verstehe. Und die Gewölbekeller, eventuell sogar aus der Römerzeit. Hochinteressant. Sagen Sie, sind Sie jetzt fertig, weil ich müsste nach Hause, ich erwarte Besuch, müsste mein Gästezimmer auf Vordermann bringen. Moment. Okay. Hier, bitte. Aber das darf der Wolfgang nie erfahren. Das Mädel natürlich auch nicht. Sieht sie mir denn ein bisschen ähnlich? Gott sei Dank nicht. Sagen Sie mal, und darauf haben Sie nicht reagiert? Auf so einen verzweifelten Brief? Natürlich habe ich darauf geantwortet. Ja, ich habe jeden Monat Geld zukommen lassen, anonym natürlich, meine, bis sich die Spur verloren hat, weil sie umgezogen ist. Na, glauben Sie mir jetzt? Ja. Das ist genau der gleiche Wortlaut. Danke, Herr Huber. Sie kriegen den Brief wieder. Moment, Schwester, wo wollen Sie hin? Machen Sie keinen Unsinn. Nein, keine Sorge. Wiedersehen. Hier. Hellinger Strohse. Nicht wahr? Das ist sowas von schön und romantisch. Sowas kann man doch nicht zerstören. Im Gegenteil, der Heimatverein sollte dem Schöpfer dieser Idylle einen Orden verleihen. Vorsicht! Sie zertrampeln doch alles! Der Wichtel von Herrn Wöller. Oh, den nehme ich mit. Nein! Doch. Als Zwergulus Delicti sozusagen. Schätzer, jetzt hören Sie auf, diesen Verbrecher zu romantisieren. Stellen Sie sich vor, das würde jeder machen. Seinen Nachbarn Gott weiß was klauen, Obst zum Beispiel, und im Wald eine Schnapsbrennerei aufmachen. Oder die Briefkästen klauen und Vogelhäuschen aufhängen überall. Hm? Na gut, meinetwegen, dann nehmen Sie diesen einen halt mit. Aber die anderen lassen Sie alle da. Aber sicher, kein Problem. Versprochen. Versprochen. Ich sehe, sind Sie fündig geworden. Ja. Und er hat versprochen, dass alles so bleibt, wie es ist. Nicht wahr, Herr Meier? Hab ich. Allerdings nur, bis ich den Täter in flagranti erwischt habe. Also, Herr Meier! Was anderes, Agnes. War der Herr Wöller hier? Nein, aber er hat angerufen. Warum? Und wo ist Melanie? Na, mit Lela im Kindergarten. Ach, du Schande. Schwester, bitte sorgen Sie dafür, dass keiner erzählt, dass ich den Aufenthaltsort der Zwerge in Erfahrung gebracht habe, ja? Haben Sie gehört? Sonst muss ich Sie leider wegen Behinderung der Polizeiarbeit belangen. Also mit Ihnen rede ich doch gar nicht mehr. Sie haben mir gerade eben im Wald oben versprochen, dass... Ach. Lela, nur ganz kurz, ist der Herr Wöller bei euch? Hanna? Ja, danke. Gleich, Felicitas, gleich. Ich bin gleich für dich da. Und jetzt will uns dieser Unmensch alles kaputt machen. Agnes, das sind kitschige Gartenzwerge und keine wirklichen Wichtelmänner. Ich muss noch mal los. Hanna, kannst du mich mitnehmen? Ich bin spät dran und ich muss zu den Anonymen. Nicht, dass die Franzi etwa denkt, ich komme komm, nicht. Dann komm schnell. Was denn nun schon wieder? Immer diese Hektik. Und überhaupt, wieso ruft Herr Huber hier an und will wissen, wo das Mädchen ist? Was, der Herr Huber? Ja, und als ich ihm gesagt habe, dass sie nicht hier ist, sondern im Kindergarten und warum er das wissen will, da hat er einfach aufgehängt. Ach, herrje. Ja, wenn du einem nie sagst, was vor sich geht, wie soll man da etwas wissen? Ich glaube es nicht. Nicht.
Ja, ich bin's. Pass mal auf, die Apartments in der Wolframstraße, sind die eigentlich alle schon vermietet? Die 17 noch nicht? Gut, dann ist sie ab jetzt an mich vermietet. Frag nicht. Pass auf, stell da bitte ein paar Möbel rein. Am besten, ja, ein Schrank, Bett, Tisch, einen kleinen Fernseher, die Grundausstattung. Wie kompliziert? Wenn das zu kompliziert ist, dann bist du der falsche Mann in meiner Firma. Ja, Mann, du bist genial. McGee, mit nix. Sehr witzig. Es ist alles geklärt. Ich habe mit dem Mädel gesprochen, richte ihr gerade ihr Zimmer ein. Und was den Verehrer von der Verlabern angeht, haben sie heute einen Termin um 18 Uhr im Ochsen. Vielleicht können Sie draußen ein paar Blümchen pflücken. Die Vasen finden Sie in der Küche. Lass Blumen sprechen. Ich möchte doch, dass sich mein Töchterlein hier wohlfühlt. Ja, was? Lesen Sie. Ich habe doch jetzt keine Zeit für Urkunden. Ich muss hier alles sauber machen. Das Bett ist noch nicht mehr aufgestellt. Herr Wöller, bitte, lesen Sie. Warum denn? Lieber Hermann, gerade auf meine Anrufe nicht reagierst, dass ich im vierten Monat bin. Mhm. Du bist der Vater von dem Kind und ich brauche deine Hilfe. Sie sind nicht der Vater von dem Mädel? Hermann, Schwester ausgeschlossen. Tut mir leid. Oh, dieser alte Schleimbeutel, ja. Der hat ja nur Angst, dass ich jetzt politisch erledigt bin, weil ich eine uneheliche Tochter habe. Und er kann sich den Rest seines Lebens mit diesem Allgäu herumschlagen. Das mag ja sein, nur hat der Herr Huber mir gegenüber praktisch zugegeben, dass er der Vater ist. Nein, Schwester. Ja, ohne mich. Hier, nimm Sie Ihr Ding wieder. Herr Wöller. Es ist 4 Uhr, um 5 Uhr macht die Kleine Schluss im Kindergarten und um 5:30 hole ich sie bei Ihnen ab. Ja, Moment, darf ich? So, ich muss weitermachen. Sie sehen, ich habe zu tun. Da kommt sie. Herr Huber, was machen Sie hier? Na, meine Tochter abholen. Na, bevor der Wöller zuschlägt. Und wenn Sie ihm dann den Brief gezeigt haben, dann wird er sich auch wieder beruhigen. Das habe ich schon. Was? Den Brief gezeigt. Na, sehen Sie, ist alles in Ordnung. Ist doch wunderbar. Ich richte gerade für das Kind ein nagelneues Apartment ein. Es wird gerade möbliert. Und da kann sie so lange drin wohnen, wie sie will, auf meine Kosten. Herr Huber, es geschehen ja noch Zeichen und Wunder. Naja, so nett und hübsch, wie die Kleine aussieht, vielleicht wird sie ja doch noch ein guter Vater aus mir. So leicht, wie Sie sich das vorstellen, wird das nicht gehen. Wieso nicht? Deswegen. Grüß Gott. Grüß Gott. Hermann! Aber das kann man doch. Von Mann zu Mann. Hermann, bleib stehen. Herr Wöller, halt, lassen Sie mich... Halt. Herr Wöller! Hermann! Herr Wöller! Mach die Tür auf! Ja. Und ich trete sie ein! Ich möchte dem Mann in die Augen schauen können, der behauptet, mein bester Freund zu sein. Hörst du? Mach die Tür auf! Herr Wöller, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Das Mädchen kann jeden Moment hier sein. Was? Ja, also kommen Sie. Außerdem hat der Herr Huber einen Kompromissvorschlag gemacht. Er will hier ein Apartment einrichten. So, hier zieht sie jedenfalls nicht. Nur bei meiner Leiche. Dann kannst du dich schon mal Probe legen, ja? Du Sackgesicht! Ja, das sagt der Richtige! Herr Wöller, sie kommt. Nein, immer mit der Ruhe. Wir sind ja auch noch da. Hallo. Hallo. Ich wollte Ihnen vorschlagen, das heißt dir vorschlagen, ich habe ein Gästezimmer und da könntest du vorübergehend, das heißt eigentlich für immer. Das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Aha. Genau. Komm, stell dein Fahrrad ab, ich muss mit dir reden. Am besten in der Kapelle. Warte, Schwester, wenn Sie mir das jetzt verderben, weil... Sie will ja nämlich nur weismachen, dass nicht ich dein Vater bin, sondern so ein aufgeblasener, großkotziger Bauunternehmer, ja? Großkotziger Bauunternehmer? Das sagst ausgerechnet du, ein korrupter kleiner Kommunalpolitiker? Ich bin dein Vater. Papperlapapp, willst du sowas als Vater? Was heißt hier sowas? Ich bin Ihr Vater.
Haben Sie ihm den Brief der Mutter nicht gezeigt? Also Schluss jetzt! Lassen Sie das Mädchen in Frieden. Sie verschwinden jetzt, und zwar alle beide. Ja, aber du kommst mit mir. Sie kommt mit mir. Mit mir. Mit mir. Mit mir kommt sie. Mit mir! Hör mal, Rotschka! Rainer! Was machst du nur für Sachen? Einfach davonlaufen. Na, hätte ich zu deiner Mutter sein? Vergiss meine Mutter. Ich habe eine Wohnung gefunden. Nur eine WG, aber für den Anfang reicht. Und wer ist das? Darf ich vorstellen? Mein Vater und mein Vater. Und wer ist das? Das ist Rainer Baumann, der Freund eurer Tochter. Schön, dass Sie gekommen sind. Dann haben Sie Rainer angerufen? Ja, ich habe in deinem Buch geblättert, das du auf dem Küchentisch hast liegen lassen. Und da habe ich seine Adresse gefunden. Es tut mir leid, aber das ist mir alles zu viel. Zwei Väter? Ich melde mich. Danke. Ach, gerne. Und viel Glück beim Abitur. Danke. Schade. Es hat wirklich Spaß mit dir gemacht. Viel Glück. Danke. Was ist mit Bezahlen, bitte? Können das vielleicht die Väter übernehmen? Natürlich, ich meine, das ist ja mein gutes Recht, ja, als Vater für meine Tochter zu bezahlen. Komm, wir packen deine Sachen. Komm. Kann mir vielleicht einer mal sagen, was hier eigentlich los ist? Vergiss es, Agnes, ich helfe nachher beim Abendessen. Ich bin dann mal weg. Ich habe noch eine Verabredung. Ein Rendezvous? Mit dem Theaterdirektor? Nie sagen Sie was. Für Sie noch einen Kaffee? Ach, danke, nicht mehr um die Uhrzeit. Bringen Sie mir ein Glas Rotwein von dem Trollinger? Gerne. Guten Abend. Guten Abend. Ach, bringen Sie mir eine Flasche Wein. Am besten den gleichen wie letztes Mal. Besser Champagner. Mit Vergnügen. Hallo, Erika. Grüß Gott, Schwester. Ihr Herr Theaterdirektor wartet schon auf Sie. Was? Anna, es ist aber schön, dass du es doch noch geschafft hast. Ja, es tut mir leid, aber wie ich schon sagte, ich habe schon eine Verabredung. Ach so. Vielleicht später, ja? Guten Tag, Herr Hausmann. Oh, bitte bleiben Sie doch sitzen. Darf ich einen Moment? Bitte. Es tut mir leid, dass Sie mit mir vorlieb nehmen müssen, aber die Frau Labern hatte so einen Riesenbammel, Sie zu treffen. Sie wissen schon, wegen diesem Auftritt von dem Herrn Wöller. Aber der Herr Wöller hat Sie doch in aller Form bei mir entschuldigt. Ach. Marianne. Frau Labern. Es tut mir leid, ich habe meinen Anrufbeantworter eben erst abgehört. Tut mir so leid, dass ich da die Nerven verloren habe und einfach gegangen bin, statt dem Herrn mal meine Meinung zu sagen. Ja, schon gut. Die schönen Blumen, sind die für mich? Ja. Der Champagner kommt auch schon. Oh, dann überlasse ich Sie mal Ihrem Schicksal, ja? Einen schönen Abend. Danke. Ja, das ging schneller, als ich dachte. Wunderbar. Bitte. Aber nur ein Glas Wein, ja? Natürlich. Wir bekommen dann noch eins, bitte. Das heißt, nein, lieber nicht. Herr Wöller, was ist denn mit Ihnen passiert? Kein Mitleid, ja? Nur mit Gefühl. Der Huber sieht schlimmer aus. Der ist vermutlich auf der Intensivstation. Also können Sie hier nicht rumlaufen. Kommen Sie mal, kommt. Erika, ein Bier. Kommen Sie. Lassen Sie sich mal anschauen. Ja. Aua. Ich habe Sie noch nicht mal angefasst. Ja. Aua. Ihre Nase hat was abgekriegt. Ja. Geben Sie mir mal Ihr Taschentuch. Aha. Und ein Pfeilchen haben Sie sich verpassen lassen. Und was für eins. Naja. Mit Sonnenbrille werden Sie sicher auch Ihren Namen schreiben können. Ich unterschreibe, gar nichts. Herr Wöller, ich habe es geschafft. Die Mutter Oberin war bei Allgeier und hat ihm ein Angebot gemacht, aber er hat abgelehnt. Ja, wie?
Ja, hat der Mensch sie noch alle? Naja, die Mutter hat ihm nur 2,5 Millionen geboten. Diese Frau kriegt den Hals nicht voll. Und dieser Allgeier will unser Gelände als Kampfspielplatz für seine Jungkonservativen missbrauchen. Was? Ja, und da irgendein Überlebenscamp errichten. Aber Gott sei Dank sind Sie noch der Bürgermeister, rein rechtlich gesehen. Und können das verhindern, indem Sie den Verkauf rückgängig machen. Ach so. Daher weht der Wind. Herr Wöller. Hm? Sie unterschreiben und annullieren Ihren Rücktritt und ich besorge Ihnen Ihre 3 Millionen wieder und Sie haben die Wette verloren. Hab ich nicht. Weil Sie mich nach Strich und Faden reingelegt haben. Hab ich nicht? Haben Sie doch. Nein. Ja.